Verdichten, verkürzen, verfälschen. So manipulieren Medien ihre Zuschauer. Der ehemalige ZDF-Mitarbeiter Wolfgang Herles hat mit Die Gefallsüchtigen ein Sachbuch über die sogenannten Lügenmedien verfasst, welches momentan für Unruhe sorgt. Denn Herles bestätigt darin, was viele Bürger ahnten, aber bislang noch nicht so recht belegen konnten. Seiner Meinung nach gäbe es auch im ZDF Anweisungen von oben. Wolfgang Herles geht mit seiner ganzen Branche hart ins Gericht, nennt beispielsweise ZDF-Nachrichten über Auftritte von Kanzlerin Angela Merkel, Parteitagsinszenierungen und Hofberichterstattung. Er spricht wortwörtlich von Regierungsjournalismus. Journalisten, die sich Politikern zur Verfügung stellen, sind seiner Meinung nach kritiklos und hätten keine kritische Distanz. Mehr noch, sie verdichten, verkürzen und verfälschen Tatsachen in ihrer Berichterstattung. Niedergang der Bild-Zeitung. Ex-Chefredakteur packt aus. Peter Bartels beschreibt, wie die Bild-Zeitung ihre Leser verrät und zum Hofberichterstatter der Machtelite wurde. Er war zusammen mit Hans-Hermann Tietje mehrere Jahre Bild-Chefredakteur. Nun enthüllt Bartels, was hinter den Kulissen bei Bild geschieht und beschreibt, wie und warum die Bild-Zeitung rund 3 Millionen Leser verloren hat. Peter Bartels Enthüllungsbuch sei nicht nur ein Insider-Report, sondern auch ein spektakuläres Manifest gegen den politisch korrekten Mainstream und für eine journalistische Meinungsvielfalt. Der neue Armutsbericht sei ein Armutszeugnis, heißt es auf scharflinks.de. Der aktuelle Armutsbericht aus Nordrhein-Westfalen sei im wahrsten Sinne des Wortes ein Armutszeugnis, erklärte Özlem Alef Demirel, Landessprecherin der Partei Die Linke. Vor 4 Jahren kündigte die Ministerpräsidentin Armutsbekämpfung auf breiter Front an. Davon sei nichts zu sehen, ganz im Gegenteil. Seit 2006 hätte die Armutsquote um 26% zugenommen und liege deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Über 3 Millionen Menschen im Land sind arm oder von Armut bedroht, darunter viele Kinder. Fast jedes zweite Kind lebe dort von Hartz IV. Die Abschaffung des Bargelds rückt näher. Zahllose Journalisten versuchen seit Jahren, der Öffentlichkeit einzubläuen, wie altmodisch, umständlich oder gar lästig der Einsatz von Münzen und Banknoten und wie zeitgemäß und effizient dagegen der Einsatz von Kredit- oder Chipkarten sei, schreibt der Autor Ernst Wolf. Doch was hat es tatsächlich mit dem Verbot von Bargeld auf sich? In einem Artikel beschreibt der Autor die tatsächlichen Hintergründe und erklärt die eigentliche Bedeutung von Bargeld. Wolfgang Schäuble gibt zu, Flüchtlingszahlen müssen dramatisch sinken. Der Streit um die Flüchtlingspolitik drohe zur Zerreißprobe für die EU zu werden. Wird der Strom nicht bald eingedämmt, sei die Krise nicht mehr zu lösen, sagt Wolfgang Schäuble. Der Bundesfinanzminister fordert eine drastische Reduzierung des Flüchtlingandrangs. Die Flüchtlingszahlen müssen dramatisch sinken, sonst schaffen wir das nicht mehr, sagte Schäuble in einem Interview der Deutschen Presseagentur. Christliche Flüchtlinge in ihrer Unterkunft bedroht, meldet Focus.de. Moslems vertreiben Christen aus Berliner Asylunterkünften, heißt es in der Jungen Freiheit. In Berlin reiße die Gewalt gegen Christen in Asylbewerberheimen nicht ab, heißt es dort wörtlich. In einem 12-Bettzimmer hatten die Christen in der Bibel gelesen. Plötzlich standen 70 Menschen vor uns, sagte ein Augenzeuge. Erst 20 Polizisten und eine Hundestaffel konnten den Angreifern Einhalt gebieten. US-Bürger protestieren gegen FBI-Zugriff auf iPhones. In etwa 50 Städten haben Bürger für den Schutz ihrer Daten gegen die Justizbehörden demonstriert. Apple soll laut Gerichtsurteil die Verschlüsselung von iPhones aushebeln, um Ermittlern Zugriff auf die Daten von Terrorverdächtigen zu gewähren, heißt es in den DWN. Neue Enthüllungen bestätigen erneut. Die NSA hört alle führenden Politiker ab, aktiv und systematisch. Die sogenannte Enthüllungsplattform WikiLeaks hat Dokumente veröffentlicht, die neue Angaben über das Abhören von Staats- und Regierungschefs durch die NSA enthalten. Heißt es auf Sputnik News unter Berufung auf die Zeitung Kommersant.
Nach WikiLeaks-Angaben haben US-Sicherheitsdienste die Telefongespräche von UN-Generalsekretär Ban Ki-moon, der deutschen Kanzlerin Angela Merkel, dem israelischen Premier Benjamin Netanyahu und seines damaligen italienischen Amtskollegen Silvio Berlusconi sowie den Handelsministern der wichtigsten EU-Länder und Japans abgefangen. Geheimer Militärkonvoi. 50 LKWs ohne Kennzeichen nahe Dresden gesichtet, meldet Epoch Times. Eine geheimnisvolle Militärkolonne von 50 LKWs wurde bei Dresden gesichtet. Der Konvoi hatte kein Hoheitskennzeichen erkennbar gemacht. Ein ehemaliger NVA-Offizier meldete sich als Augenzeuge und lieferte angebliche Beweisfotos. Er hätte Angst um die Zukunft seiner Kinder. Wenn er Militärtransport in dieser Größenordnung sehe, zitiert das Nachrichtenportal den ehemaligen NVA-Offizier. Le Monde berichtet über Frankreichs geheime Einsätze in Libyen. Mit einem Bericht über heimliche Einsätze französischer Spezialeinheiten und Geheimagenten in Libyen hat die Tageszeitung Le Monde Ermittlungen wegen Geheimnisverrats ausgelöst. Die Abendzeitung berichtete, Spezialeinheiten und Agenten des Auslandsgeheimdienstes DGSE würden in dem nordafrikanischen Krisenstaat verdeckte Operationen durchführen. US-Luftwaffe stationiert Kampfdrohnen in Italien, meldet heise.de. Im Kampf gegen den sogenannten IS sollen Luftschläge von Sizilien aus geflogen werden. Angeblich, wenn Angehörige der US-Regierung oder ihre Alliierten in Libyen gefährdet sind. Laut einem Bericht der Washington Post will die US-Regierung von einem Luftwaffenstützpunkt in Sizilien Angriffe in Libyen fliegen. Die Kampfdrohnen werden von der Stadt Sinjonella aus aufsteigen. Bericht des russischen Geheimdienstes über die aktuelle türkische Hilfe für Daesh. Rekrutierung von ausländischen Terroristenkämpfern für Syrien, Erleichterung ihrer grenzüberschreitenden Bewegung in dieses Land und Lieferung von Waffen an terroristische Gruppen, heißt es im Voltaire-Netzwerk. Verfügbaren Informationen zufolge haben Vertreter des Islamischen Emirates im Irak und der Levante ein riesiges Netzwerk in Antalya mithilfe der türkischen Sonderdienste erstellt, um Staatsbürger aus ehemaligen UdSSR-Ländern für eine Teilnahme an dem Konflikt in Syrien zu rekrutieren und um sie möglicherweise nach Russland zu übertragen, schreibt Horst Fröhlich. Saudi-Arabien will syrischen Rebellen Luftabwehrraketen liefern, heißt es im Spiegel. In einem Interview mit dem saudischen Außenminister fragte das Nachrichtenmagazin der Spiegel, ob er bereit sei, den syrischen Rebellen Bodenluftraketen zu liefern. Der saudische Außenminister beantwortet die Frage mit einem klaren Ja. Wir glauben, dass die Lieferung von Bodenluftraketen die Machtverhältnisse in Syrien verändern wird, sagte er wörtlich. USA werfen China Stationierung von Kampfjets vor. China rüstet offenbar im südchinesischen Meer weiter auf. Nach US-Angaben hat Peking nach einem Luftabwehrsystem nun auch Kampfjets stationiert. China hätte im Streit um Gebietsansprüche Kampfjets auf einer Insel im südchinesischen Meer stationiert. Das gehe aus Beobachtungen des US-Geheimdienstes hervor, von denen der Fernsehsender Fox News berichtete. Es handele sich demnach um die auch von Taiwan und Vietnam beanspruchten Woody Islands. Putin setzt Erdogan schachmatt, schreibt Peter Orzechowski in einem Artikel. Mit zwei Zügen hätte Russlands Präsident Wladimir Putin seinen Herausforderer, den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, schachmatt gesetzt, schreibt der Autor. Erst hat er Syrien davon überzeugt, einer Waffenruhe zuzustimmen und damit der Türkei den Vorwand zum Krieg genommen. Gleichzeitig hat er mit dem Einsatz taktischer Nuklearwaffen gedroht, sollten türkische und saudische Truppen in Syrien einmarschieren. Die Waffenruhe soll zur Wiederaufnahme der Anfang Februar angesetzten Genfer Friedensgespräche führen. Niemand hat das Recht, in Syrien zu intervenieren, sagte der syrische Präsident. Das wäre eine Verletzung des Völkerrechts. Sollten die Türkei oder Saudi-Arabien ihre Bodentruppen doch unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung nach Syrien schicken, so würden die Syrer ihre Heimat verteidigen, sagte er wörtlich. Er beschuldigte die Regierung in Ankara, seit langem Terroristen nach Syrien einzuschleusen. Die Türkei sei von Anfang an in Syrien involviert. US-Sternenkrieger rüsten auf.
Ein Antrag zum Budget der US-Luftwaffe für 2016 konzentriert sich diesmal auf den Weltraum. Die Militärs wollen den erdnahen Raum möglichst effektiv nutzen, um wachsenden Gefahren zu begegnen. Überall stünden die Signale auf Krieg und seien nicht selten hausgemacht. Zusammen mit den US-Geheimdiensten will die US-Luftwaffe ihre militärischen Weltraumsysteme in den kommenden Jahren belastbarer machen, schreibt der Autor Andreas von Rethi. Weitere Informationen in der Beschreibung.